Hi, hier ist Lorenz von Traitor und ihr hört Pommes Gabel, den Podcast von PowerMetal.de. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Wir nehmen heute um 22 Uhr auf und ja, herzlich willkommen zu Pommes Gabel. Heute gibt's wieder was auf die Mütze, denn in meinem absoluten Lieblingsterrain, dem Thrash Metal, kündigt sich eine Veröffentlichung der durch und durch wuchtigen Art an. Am 8. Juli, meine Lieben da draußen, erscheint mit Exiled to the Surface das neue Traitor-Album, das mit sehr, sehr vielen Überraschungen, heftigen Riffattacken und packenden Melodien bestückt ist. Wie gesagt, für mich ist es auch mal wieder eine sehr, sehr große Freude, einen alten Bekannten bei Pommes Gabel willkommen zu heißen, weil er damals schon in unserer Reset-Folge mit dabei war. Ja, der gute Lorenz, der ist tüchtig in der Musikbranche unterwegs und ja, insofern heiße ich den lieben Lorenz, Bassist von Traitor, herzlich willkommen. Grüß dich. Ja, hallo Marcel. Schön, dass das jetzt noch geklappt hat, Mann. Das freut mich sehr. Und schön auch wieder da zu sein. Ja, immer wieder gerne. Ich meine, du bist ja bei drei Bands aktiv. Insofern laden wir dich in regelmäßigen Abständen sehr, sehr gerne ein. Ja, es kommt immer wieder so, ne? Man sieht sich oft dann. Ne? Das ist schon ganz gut. Wie geht's dir denn? Ja, mir geht's gut, Mann. Ist wunderbar Sommer. Ist einfach sehr schön warm. Man hat jetzt gerade Singles veröffentlicht, die auch sehr gut ankommen. Die ersten Reviews sind reingeflattert. Also ich kann mich nicht beschweren. Also allen geht's gut gerade. Man hat jetzt ein geiles Konzert. Da war ich mit Traitor jetzt auf dem Infest. Tollen Abriss gemacht. Haben da jetzt auch ein kleines Werbevideo nochmal für die neue Scheibe damit gemacht. Und kann sich alles auf YouTube anschauen. Ein paar Live-Sachen veröffentlicht jetzt genau am Freitag. Also cool. Ist alles sehr cool und entspannt jetzt im Traitor-Haus gerade, dass so gut läuft. Ja, ich meine, ihr habt ja erst vor kurzem, also was heißt ihr, aber du hast mit Reset eine sehr coole EP veröffentlicht, die ich in der letzten Folge auch nochmal kurz angesprochen habe. Und ja, jetzt bist du wieder mit einer neuen Veröffentlichung am Start. Wir reden aber nicht über Reset, vielleicht ein andermal, sondern über Traitor. Denn die Jungs von Traitor wüten schon seit 2009 umher und sind wirklich heiße Anwärter, wenn es um die Nachfolge von Bands wie Sodom, Creator, Tankard, Destruction geht, also diesem Viergestein des deutschen Thrash Metals. Nach einigen Demos und einem Live-Album gab es 2012 mit Thrash Command ein sehr stimmungsvolles und gewaltiges Debüt. Ehe es drei Jahre später mit Venomizer, auf den ich gleich noch mal ganz kurz zu sprechen komme, und dem bisherigen Höhepunkt Knee Deep in the Dead nicht minder toll weiterging. Und nun setzen zumindest meiner Meinung nach die Jungs aus Balingen mit ihrem vierten Album Exiled to the Surface ihrem Schaffen die Krone auf. Und genau hierüber möchte ich ganz gerne einmal mit dir sprechen. Ja, das können wir sehr gerne machen. Das ist aber auch schön, dass das jetzt die Krone gerade bis jetzt ist. So, das freue ich mich an. Ne? Das ist Ich persönlich finde es immer sehr spannend, bei Bands zu sehen, die du quasi mit dem Debüt oder mit dem zweiten Album dann kennengelernt hast. Das ist mir auch beispielsweise mit Godslave so aufgefallen. Mhm. Und die dann wirklich von Album zu Album immer weiter wachsen. Ja, Godslave, da hat der Tommy noch so gegrunzt auch auf den ersten Album. Ja, genau. Ne? Genau. Ja. Es kam ja später, dass er so dieses Gekeife gehabt hat dann. Ne? Genau. Und dieses Melodische, das hatte er ja aufgrund seiner Stimme, auf seiner Stimmbandentzündung hat er da ein bisschen melodischer singen müssen. Da steht der Band sehr hervorragend. Auch das letzte Album ist sehr, sehr gut geworden, finde ich. Also jeder, der Godslave und Thrash Metal und Traitor mag und diese Folge hört, darf auch gerne in das neue Godslave-Album reinhören. Aber wir sprechen heute so ein bisschen über Exiled to the Surface. Aber bevor es auf das Album geht, das letzte Album, Knee Deep in the Dead, das hat ja jetzt auch vier Jahre auf dem Buckel. Was ist denn bei Traitor seitdem so passiert? Ja, eigentlich, wir hatten ja auch zwischenzeitlich dann, als wir 10 Jahre alt geworden sind, das ist schon richtig, dass Knee Deep 2018 rauskam, aber 2019, Ende des Jahres, haben wir halt eine Compilation veröffentlicht mit einer Wacken-DVD und noch einem Live-Album, was wir auf dem Rockhard aufgenommen hatten und auch 4 weiteren Songs und dann kam halt genau das böse C. Und dann waren wir halt wieder ausgebremst und eigentlich war jetzt diese Exile-Platte, das hat sich gar nicht so angefühlt, dass das jetzt so lang gedauert hätte. So, ne? Und wir haben dann halt angefangen, die Arbeitsweise umzustellen und haben dann eigentlich halt ja schon mehrere Songs auch schon geschrieben, aber die sollten halt noch dementsprechend ausgereift werden. Also wir haben vor der Platte jetzt mehrere Ausschlusssongs dann gehabt und
waren schon fleißig, aber es kam uns halt echt nicht so vor, dass das so lange her ist, jetzt ein komplett neues Album so zu haben. Und dabei ist ja gar nicht so komplett ganz neu, so, das kann man ja auch sagen, weil ja für Songs schon auf der Compilation drauf war, aber da gab es damals von der Decade of Revival nur 500 Units und alle waren sauer, dass es kein Vinyl gab und ja, was soll das, und die Teile waren halt sofort vergriffen. Und ja, wie gesagt, durch die Corona-Pandemie sind dann auch leider diese vier Songs ein bisschen so im Radar gelaufen. Also meines Erachtens, und da dachten wir, es wäre ein bisschen schade, die jetzt nicht nochmal so auf Wachs und richtig CD mit noch weiteren Liedern zu veröffentlichen. Und dann kam es halt einem gar nicht so lang vor. Also mir kam es gar nicht so lang vor, weil das, also ja, aber deshalb hat es im Hause Trader immer gegeben, so, ne? Und da hast du halt an anderen Sachen weitergefeilt, und wie du am Anfang schon erwähnt hast, hat man mit Reset auch noch was rausgebracht. So. Und natürlich würde man gerne immer mehr und schneller, aber ja, ich glaube, da leidet irgendwann so die Qualität runter, und das hat jetzt so schon, das hat sehr viel Arbeit gekostet, das alles so umzustellen und dass man sich so alles wieder eingroovt nach dieser Zwangspause. Aber bis jetzt, denke ich, da ist echt schon auch gutes Material rausgekommen, und wie gesagt, so, es fühlt sich halt voll nicht so an, als wäre das so das letzte richtige Album so lange her gewesen. So, ist irgendwie so, das war das vor 2 Jahren so, ne? Und tatsächlich, ein Song auf dem neuen Album ist sogar älter als Traitor als Band. Ja, richtig. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Das ist für mich eine absolut geile Überraschung, eine positive Überraschung, weil ich auch, das ist mein Guilty Pleasure, so ein bisschen, der Song. Wie gesagt, dazu gleich nochmal später mehr. Knee Deep in the Dead, wie gesagt, 2018 kam die gute Scheibe heraus. Ich sehe es als Weiterentwicklung von euren Fans aus. Wie waren denn da so die Reaktionen? Also haben die euer letztes Album denn ähnlich gesehen mit dieser Weiterentwicklung, diese Step-by-Step-Geschichte und Entwicklung, die ihr wirklich in der Geschichte Traitors genommen habt? Ich denke, das ist, es gibt viele Fans, die uns so seit 2012 oder schon zu Demo-Zeiten irgendwie verfolgt hatten. Also es ist schon immer, man ist so halt weit reingewachsen, würde ich sagen, weil als man das erste Album beispielsweise aufgenommen hat, Fresh Command, das wusstest du nicht, was du wusstest. Bei Venomizer wurde schon wieder so, man weiß schon, wie das im Studio mehr abläuft und wie man vielleicht ein bisschen mehr catchy schreibt. Und beim dritten war es halt, du willst halt immer wieder toppen. Und wir hatten halt für die Venomizer schon wirklich sehr gute Kritiken bekommen und wollten es dann mit Knee Deep toppen, obwohl da das Feedback quasi aus der Presse nicht so gut war wie von Venomizer. Okay. Die Fans haben Knee Deep viel besser angenommen als Venomizer. So, das hast du dann auch an Zahlen gesehen und welche Songs live halt immer auch am meisten gefordert werden oder wenn du mal in Spotify reinschaust. Ich denke, dass das einfach so eine natürliche Entwicklung war und die man probiert halt schon immer ein bisschen besser zu werden als das letzte. Also ich weiß nicht, ob das jetzt bei Exiled, das wirst du ja wieder toppen. So, du wirst ja nicht das gleiche Album wieder rausbringen. Wenn es immer diese schöne Weiterentwicklung gibt, ist ja herrlich. So, dann wird es ja hoffentlich nicht langweilig und die nächste Platte noch geiler als die jetzt. Ne? Absolut, absolut. Und ich habe mir damals sogar die Knee Deep in the Dead, ist im Übrigen auch ein super geiler Titel für ein Album, habe ich mir auch auf Vinyl geholt. Und mir wurde jetzt auch vom neuen Album die Vinyl-Version zugeschickt. Vielen lieben Dank dafür nochmal. Und das allein das Cover macht halt schon unfassbar viel her. Ne? Und die Aufnahmen, die verliefen ja mit Kai Strahlenberg im Studio B. Ja. Wie ist es denn mit ihm zu arbeiten? Inwiefern konnte er aus euch noch ein bisschen was herauskitzeln? Ja, also die Geschichte mit dem Kai hat ja angefangen schon mit der Decade of Revival, weil unser alter Produzent, der Vagelis, ist aus Deutschland dann nach Italien gezogen und ist da jetzt Koch, soweit ich weiß, also hat er irgendwie Musik an Nagel, das ist ganz lustig. Und da haben wir uns einfach einen neuen Stammproduzenten quasi gesucht. Und Kohlekeller kannte ich schon so vom Namen her und von anderen Produktionen und hab da nur gute Sachen gehört. Und dann haben wir halt uns gedacht, hey, wir nehmen eh für neue Songs auf, dann lass das nur da probieren. Und ob das halt so zwischenmenschlich passt und dass der dir halt den Arsch tritt, dass der sagt, das ist kacke, so, nee, das machen wir so. Und halt auch wirklich einen aktiven Part hat, so im Input. Und Kai ist so bei uns auch so im Alter, also so ist nicht wirklich, ja, ich weiß gar nicht, jetzt müsste ich lügen, wie alt der Kai ist, aber er ist jetzt, also wir sind schon, nicht jetzt, dass er irgendwie so 60 ist, so er ist irgendwie so 40, denke ich mal. Ohne eine Generation. Genau, so gleiche Generation mit so, weil, also ich bin ja 30 und die anderen Jungs sind dazwischen. Und
zwischen 30 und 40 und das passt halt, weil du kannst irgendwie Spaß haben miteinander, so der fordert dich richtig, der fördert dich richtig und das hat man halt in den ersten 4 Songs damals gemerkt und dann war es für uns, hey, wir verstehen uns voll gut, gehen wir da wieder hin, fühlen uns da wohl und ich glaube auch, dass es wieder besser wird, so, weil mit dem Vangelis hatten wir ja auch die ersten 3 Alben aufgenommen und da hast du soundtechnisch, finde ich auch so, das wurde dann auch immer ausgereifter mit allem und das willst du halt mit dem Kai auch machen, weil dann hat er schon eine Platte mit dir produziert, dann kennt er die Band besser, dann kann er sich besser wieder reindenken und das war so zum Antesten und das war es halt dieses Mal wieder bei dem, oder sagen wir, oh Gott sei Dank wieder mit dem Kai zusammen und er ist super entspannt, weiß aber genau, was er macht und wenn du halt irgendwie die ganze Zeit Scheiß machst, dann sagt er dir auch, dass es Scheiß ist und so weiter und es ist halt wirklich entspannt, weil kann man auch nichts gegen sagen, so ein lustiger Dude einfach so, du kannst richtig rumnerden auch und dann, ja, manchmal triffst du auch ab so auf so komische YouTube, sagst, ja, hast du diesen Scheiß schon gesehen und das, halt, machst du auch Quatsch miteinander so und das macht schon Spaß, aber ist halt schon der Ernst auch da und ist entspannt einfach, ist wirklich. Klar, wenn man da noch einer Generation angehört, dann ist man ja auch wahrscheinlich mit den gleichen Filmen aufgewachsen und ich guck mal, ob du jetzt mit mir diese Brücke schlägst. Wenn ich so ein bisschen auf das Filmprogramm schaue der nächsten Wochen und Monate, ich möchte auf jeden Fall in diesen Geschichtsfilm, den deutsche Comedians erstellt haben, ich möchte auf jeden Fall in diesen Nicolas Cage Film, wo er sich selbst spielt. Ja, das muss schon witzig sein, da habe ich auch richtig Bock zu. Und es gibt, glaube ich, so ein kleines Filmchen, da musst du mir mal helfen, weswegen du jetzt auch nicht in Balingen bist, sondern in einem anderen Ort. Ja, ich bin jetzt gerade in Coburg und wir waren gestern mit Wolfpack, also Dennis und ich, darum sitzt gerade beim Dennis in Coburg, waren wir in Bamberg eingeladen für die Total Fresh Vorführung und haben uns da mit dem Daniel Hoffmann, also mit dem Regisseur getroffen und ja, mit vielen Bamberger Metalheads und ja, haben uns danach auch über den Film unterhalten, für den wir ja mit Traitor auch den Titeltrack geschrieben haben, mit dem Namen Total Fresh, wo Tom Angelripper ja auch mit drauf gesungen hat, was natürlich eine ganz geile Geschichte war. Und ich glaube auch, das ist ein ganz geiler Song geworden und die Leute feiern auch gut. Ne? Absolut. Also ich feiere auch die Brücken, die du mir schlägst, das ist der Hammer. Total Thrash, genau, auf diese Dokumentation, auf diesen Song wollte ich hinaus. Der feierte ja unmittelbar vor dem Rockhard Festival auch in Essen am 31. Mai seine Premiere. Und mit dem Daniel habt ihr ja auch persönlichen Kontakt. Habt ihr denn extra für die Dokumentation den Song eingeprügelt oder gab es erst den Song und dann den Titel? Erzähl mal so ein bisschen die Entstehungsgeschichte von Total Thrash, sowohl als Song des neuen Traitor-Albums, als auch als Titelsong des neuen Thrash-Metal-Films, was sich jeder Thrash-Metal-Fanatiker definitiv mal anschauen sollte. Die Geschichte hatte eigentlich schon so 2018, Ende 18, 19 dann angefangen, weil der Dani, ich kenne ihn vom Metal Strike, er hat dieses Magazin, für den schreibe ich da auch mit der freien Redakteur. Er kam dann mit dieser Idee daher so, oder hatte die Idee halt diesen Thrash-Metal-Film über die deutsche Szene zu drehen und hat uns dann begleitet auf vielen Festivals und da sind dann am Ende auch für den Film halt Szenen entstanden, es wurden verschiedene Interviews gemacht und es ist gefühlt die ganze Szene aus Deutschland ist da drin, die im Thrash Metal was zu tun hat und ja, haben da irgendwie auch sehr eng zusammengearbeitet und wir haben halt dementsprechend auch viel Kontakt und er kam dann quasi so kurz vor knapp, kam ums Eck geschissen und so, hey Lohns, du spielst doch in der Thrash Metal Band, du bist doch da in dem Film auch drin, so, hätte Traitor nicht Bock, einen Song für den Film zu schreiben und dann hab ich so zu den Jungs gesagt, hey Jungs, sollen wir da einen Song für Total Thrash schreiben, so, also für den Film, der Dani hat da Bock zu und da wussten wir auch noch gar nicht, dass der Tom da mitsingt und das hat der Dani dann irgendwie initiiert und wir kennen ja Sodom auch gut, waren mit denen ja auch schon viel unterwegs und den York kennt man ja seit 2014 und ja, also haben dann halt diese Demo gemacht und haben uns dann so überlegt, so ja, was soll das für ein Song werden, so, weil es muss schon so teutonisch sein, das muss unser Style sein natürlich auch, aber jetzt, weiß ich nicht, halt nicht irgendwie so super was da aus dem Rahmen fällt. So sollte schon thematisch passen. Ne? Mhm. Und dann haben wir das Drehbuch bekommen und dann hat er halt so erzählt, ja, das erste Kapitel ist so, wie das alles entstanden ist, dann die 90er und dann halt diese neue Garde und wie wir das halt irgendwie zusammenbringen können. Und da hat sich der Andi den Text überlegt und er kannte halt die Geschichte und so hat er halt auch den ganzen Text aufgebaut und dann haben wir im Studio
auch die Text, also die Gesangslinien so geteilt, dass das altersgerecht, sag ich mal, so aufgeteilt ist. Drum ist der Tom Angel Ripper, so singt die ganze 80er Strophe und die Hälfte der 90er Strophe und dann steigt der Andy ein und macht den Rest und den Refrain singt man so zusammen. Auch ist ein Oldschool Teil geworden mit so viel schönen Gangshouts und ja, das ist dann zufällig da halt für den Film entstanden und auch der Text dafür und das kam so eher kurz vor knapp und da dachten wir uns halt auch so, jo, jetzt haben wir da schon eh so ein paar Songs und dann machen wir ein ganzes Album. So, ne, und dann, ja. So kam eins zum anderen. Es ist ja tatsächlich so, ich habe einen Kommentar gelesen unter einem Facebook-Post zu dem Film, wo jemand gesagt hat, dass man, wenn man sich Total Thrash anschaut, die Dokumentation, dass man sofort Bock hat, so alle Platten, die dort erwähnt werden, nochmal rauf und runter zu hören. Mhm. Ne? Und jetzt hat man ja wirklich, wenn man so an Thrash Metal denkt, klar, man denkt an Reagan in Blood, man denkt an Kill 'Em All, Master of Puppets, man denkt an The Ultra Violence, an Overkill Anthrax und das ganze Gesuppe aus Amerika. Für dich, was sind denn so die deutschen Thrash Metal Platten, die jeder Metal-Fan quasi im heimischen Regal stehen haben muss? Was sind für dich so die deutschen Versionen von Reagan Blood oder Kill 'Em All oder Master of Puppets? Ja, also ich würde auf jeden Fall irgendeine Darkness-Platte. Irgendeine Platte von Darkness, scheißegal. Dann, gut, du musst auf jeden Fall natürlich die Big Teutonic Four irgendwie da, auf irgendwie Creator kann man sich sehr gut geben und ich glaube, so ein guter Einstieg. Und was ich auch sehr einfach, ne, ich finde es sehr geil, jetzt wenn natürlich alle auch so Pleasure to Kill und sowas, Coma of Souls, das fand ich ein ganz, ganz geiles Album. Ja. Coma of Souls würde ich davon nehmen. Von Sodom, die M16, die würde ich da nehmen. Weißt du erst nicht, weil die haben sich ja dann noch Soundtechnisch und so alles auch so weiterentwickelt und die ganz Anfangssachen, wenn du da jetzt so reinhörst, das ist halt schon ein richtig hartes Gebolze, so, ne, und das muss man, glaube ich, da muss man sich so ein bisschen reinhören. Aber das ist auch richtig geil irgendwie. Also Infernal Devastation und Destruction halt auch, was ja auch eine der ersten ist und so. Das wäre so ein Teil noch von Accuser. Ja, Accuser wäre so ein Ding. Da, dann, was wäre noch was gut? Also Chemical Invasion von Tankard würde ich da auch noch dazu nehmen. Und ich überlege gerade, was noch so eine, vielleicht so was Moderneres, was man echt gut abfeiern kann. Also ich habe beispielsweise die Debütscheibe von Pessimist ziemlich abgefeiert, Call to War. Pessimist, ja, Call to War, ja, mit die zweite war aber auch gut, diese Hedon oder so hieß die, Holdout. So, die war auch ziemlich fett, ja. Wo wir auch vorhin bei den Jungs von Godslave waren, definitiv dann die zweite Scheibe, die ich auch mit 10 Punkten vergeben habe. Jetzt war das war meine erste 10-Punkte-Rezension, aber die habe ich so abgefeiert, die Scheibe. Wie gesagt, das zweite Album von Godslave auf jeden Fall. Und ja klar, Traitor, also bisher Knee Deep in the Dead. Und wenn natürlich auch die Zeit so ein bisschen gereift ist, weil das wird sich natürlich erst nach ein paar Wochen entscheiden, dann auch definitiv die Surface-Scheibe, also eure aktuelle, finde ich ganz, ganz großartig. Auch noch so ein kleiner Schwenk, wo du vorhin 90er-Platten erwähnt hast. Und wo ich bei Sodom so ein bisschen geschmunzelt habe, ich bin ein ganz großer Freund der Tapping the Vein von 92. Ja. Das ist für mich so Sodom in seiner absoluten Ursuppe. Das ist schon sehr, sehr professionell. Das ist auch noch ein bisschen härter als Agent Orange, ein bisschen härter und geradliniger als M16. Und war für mich klar tatsächlich die erste Sodom-Scheibe, die ich mir gekauft habe und gehört habe. Und mein Vater sagte noch, boah, Junge, das ist dir doch bestimmt viel zu hart. Dann habe ich sie gehört und dachte mir, Alter, das ist schon richtig hart, aber das gefällt dir gerade. Und von daher war es für mich auch eine ganz große Überraschung, als dann als Surprise-Act, sage ich mal, auf dem Rockhard dieses Jahr dann Andy Briggs mit Tom Angel Ripper auf der Bühne stand und 3 Songs von der Tapping the Vein gespielt haben. Und das war im strömenden Regen, war das richtig, richtig geil. Das war schon cool. Das ist eine coole Aktion auf jeden Fall. Ja, Tapping the Vein war auch ein hartes Album. Also es war schon so, das ging ja schon fast so Death-Metal-mäßig los. So. Also das ist ja schon, das war sehr straight. Ja. Es ist halt immer schwierig, so wenn du die Frage kriegst, so, hey, welche Alben, es gibt so viele und dann willst du halt nicht immer dieses Album, ich wollte es auch nicht die nehmen, wo jeder sagen würde gleich sofort, so, ne, und ich habe vermutlich die gesagt, die jeder sagen würde und dachte jetzt halt auch, weiß nicht, so eine 90er Thrash-Band, die irgendwie da rauskam, mir fällt gerade nicht irgendwie, das sind dann Schweizer und keine Deutschen, so Necronomicon, so, sind gar nicht Schweizer, also. Nee, das sind, doch, das sind Deutsche, Darkness, was du auch Darkness schon war auf erwähnt Fall. Hast, also vollkommen war unterbewertet, ist eine ganz, ganz großartige Thrash-Metal-Band. Ja.
Und ich meine, die Dusties kannst du natürlich nehmen, so alle da auch, also da okay. Irgendeine Dustbowl-Scheibe, so das, ich weiß, Awake the Riot war ziemlich geil, das zweite und also ja. Erste Album auch ziemlich fett, da fällt mir der Name jetzt nicht ein. Demolition irgendwas. War das so, die fand ich auch ziemlich geil, aber. Ja, gibt so viel. Pripyat war auch voll fett, die zwei bei Alben. Absolut, so. Ja. Absolut. Space Chaser, fuck, ja. Großartig, ja. Aber die gehen ja schon wieder so ein bisschen in neuere Richtung. Aber ich glaube, wir haben jetzt für unsere Leser echt sehr, sehr viel Material angesammelt. Ja, für die Total Thrash noch nicht gucken konnten, holt das bitte so schnell wie möglich nach. Das ist eine affengeile Dokumentation über ein super interessantes Genre, auch ein sehr, sehr vielschichtigeres Genre. Es ist nicht einfach nur Geprügel, sondern es steckt auch unfassbar viel Substanz dahinter. Insofern hoffen wir euch natürlich so ein paar Anregungen gegeben zu haben. Und für mich auch eine super geile Thrash-Metal-Band, die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben muss, ist Wham. Wham, auf jeden Fall. Also Wham ist ja die Geschichte, das ist so, ich weiß genau, worauf du hinaus willst. Das ist so, hate it or love it, ne? So, ja, wir haben Wham Careless Whisper gecovert. Richtig. Und wir haben Metal draus gemacht. Und ich find's ziemlich geil. So, und ja, kann man mögen, kann man auch nicht mögen. Und die Idee war eigentlich dahinter, jo, wir hatten auf den Knee Deep einen Cover-Song und da haben wir auf Blitzkrieg Bob so genau. Die erste Hälfte nochmal gespielt und dann halt so ein bisschen verfreshed, aber da hat nicht wirklich großartig was verändert und die Idee stand halt im Raum, dass wir einen Cover-Song machen und der Andi ist ein Riesen, also wir mögen alle so 80er-Pop und diesen schnulzen Scheiß, das ist irgendwie witzig, aber der Andi ist richtig krasser Wham-Fan und dann haben wir halt so Ideen gegambelt und er so, alter Kerl, das ist richtig geil, weil dieses Saxophon so ja. Und ich habe nur Sex, so und dann so, hey, okay, hören wir es mal an. So, also jeder kennt klar George Michael und klar, also hat jeder gehört den Song. Ja. Und mir war halt wichtig, dass wir einen eigenen Song draus machen. Und jetzt hat man Punk davor und das war dann halt ein bisschen schneller gespielt und sowas. Und dann hat man sich das angehört, okay, Song ist auf D so und dann schreibt man es um selber auf E. Und dann haben wir einen eigenen Song quasi so vielleicht mit der Gesangslinie gemacht so und das auf Solo auch umgemünzt, dass du halt genau dieses sexy Saxophon, der du im Song drin hast. Und das ist eigentlich ein eigener Song geworden. Das Einzige, was halt wirklich da jetzt noch vom Wham ist halt der Gesang. Beziehungsweise die Lyrics. Und der Andi hat das da echt ganz geil gemacht. Und wir fanden es halt auch lustig. Und eigentlich ist es auch ziemlich, ich finde es ziemlich geil geworden. So. Es hat einen coolen Mittelteil drin. So Solo ist geil. Und es ist ein eigener Fresh-Song. Also der hätte auch so einen Traitor-Song sagen können mit halt irgendeinem anderen Text. Also es ist, wie gesagt, ein eigenständiger Song. Und das war uns wichtig. Und vielleicht machen wir das mit irgendwas anderem dann nochmal. Irgendwie Roxette könnte ich mir vorstellen. Das wäre geil. Das wäre sehr, sehr und, cool. Ja, müssen wir mal gucken. Aber man muss halt wieder so ein eigenes Ding sein und nicht, dass man so, ja, keine Ahnung, nicht nur einfach schneller spielen, sondern echt einen eigenen Song draus macht. Das habt ihr auf jeden Fall sehr gut gemacht. Ich habe die Angewohnheit, wenn ich mir neue Alben anhöre, dann gucke ich erstmal nicht aufs Cover, dann gucke ich erstmal nicht auf die Trackliste, sondern lass erstmal die komplette Musik auf mich wirken. Und als dann, ich glaube, das ist der sechste Song, Careless Whisper, ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, dann kam mir irgendwie der Text so bekannt vor und ich dachte, Moment, aber irgendwie die Melodie, Alter, das ist, Moment, den Song, den kennst du, aber das ist nicht Traitor. Und dann habe ich drauf geguckt, Careless Whisper, und dann habe ich mir gedacht, das ist es wirklich. Und einerseits finde ich es super genial, das ist wirklich mal eine sehr originelle Coverversion. Es ist halt nicht dieses, okay, wir covern jetzt Agent Orange oder ey, wir covern jetzt Pleasure to Kill oder ey, wir covern jetzt, keine Ahnung, Angel of Death oder so in unserem eigenen Stil, was aber zu 90% auch irgendwie von den großen Namen abgekupfert ist, ne? Sondern man hat wirklich zwei total unterschiedliche Aspekte, die aber sehr, sehr gut herangeführt werden. Und das habt ihr wirklich mit diesem Wham-Cover sehr, sehr gut gemacht. Und wenn ihr schon so große Fans von 80er-Jahre-Pop seid, bitte hört ihr New Kids on the Block mit Bring Back the Time an. Ich kenne New Kids on the Block, das ist klar. So. Also alles groß, auch so, wenn du einfach Michael Jackson alles durch so. Großartig. So, auch wir haben so ein Guilty Pleasure, auch wenn wir so auf Tour sind und rumfahren, so irgendwann wird da halt einfach so echt viel Modern Talking gepackt. Oh, Wahnsinn. Also, diese Sachen und ey, also der Andi, wie gesagt, der findet alles so geil und dann das ist einfach mega witzig. Und sobald du halt irgendwie, ja, wie du schon gesagt hast, irgendwie einen Song hast. War jetzt sicher auch Careless Whisper, haben auch sicher auch schon 1000 andere Bands gecovert, aber es fällt mir jetzt auch keine ein, so, aber nicht in so einem Fresh-Style auch. Und ja, irgendwie sowas, was man nicht jetzt so erwartet. So. Und das war irgendwie das Geile dran. Aber ich denke schon, dass wir sowas auch nochmal machen. Und ja, jeder ist da ein großer Fan von den 80s, weil da war ja auch so Popmusik, also das war ja auch handgemacht. Ja, natürlich. So. Das war richtig krass.
Das war auch wirklich gute Popmusik. Das war wirklich tolle Popmusik, die einen mitgezogen hat. Wenn man jetzt einfach nur mal an, mir kommt jetzt Maniac in den Sinn. Dieser Flashdance, der ist immer noch großartig und das ist Pop, aber das ist sehr, sehr guter Pop. Und vielleicht wäre das ja auch eine neue Idee für die kommende Trailer-Platte. Man weiß es nicht. Wir können ja so ein Ausschreiben, also irgendwelche alten 80s-Pop-Songs, was man vermitteln soll, und dann können wir ja da wählen lassen und probieren wir das nächste Album so unser Glück. So, der die meisten Stimmen hat, den nehmen wir dann und dann machen wir einen Metal-Song draus. Also. Careless Whisper wurde ja auch schon bei euch auf der Facebook-Page ein bisschen beworben. Wie kam der Song, die Coverversion, denn bei den Fans an? Also, ist so ein Hate it or love it. Also wirklich so, manche sagen so, Alter, das ist doch scheiße. So irgendwie, wenn du, es gibt so ein Visualizer-Video, ich glaube, da hat einer drunter geschrieben, so, boah, Metal ist wohl einfach nur noch ein Witz und ein Hobby oder sowas. Und dann dachte ich so, ja, mag's halt nicht so. Also, kennt den Typ auch nicht so. Und viele feiern das auch total. So, war einfach lustig und, weil es ein eigenständiger Song ist und was halt irgendwie auch witzig ist, weil sonst einfach, wie du auch schon gesagt hast, so, dann gibt's halt andere Coversongs, die halt jetzt, sag ich mal, nicht mit George Michael zu tun haben, so, ne, und wir fanden's geil, weil es irgendwie auch, glaub, nicht so zu uns passt, beziehungsweise so erwartet werden wäre. Kommt bei manchen gut an, bei auch Superfans von uns, so, Alter, muss das sein, so, also, ja, das muss sein, so, das ist so cool, so, aber, also, kann man mögen oder nicht. Aber ich finde auch, man darf den Song nicht als Gag oder als großen Witz irgendwie sehen, sondern mehr als Hommage an die gute Musik der 80er Jahre. Ja, also wir machen uns da nicht drüber lustig. Wir stehen da drauf das ist vielleicht so ein Ding, wenn du es halt so mit normalen Traitor-Songs vergleichst und dann so, hört ihr das in eurer Freizeit? So, ja, hätte ich jetzt vielleicht nicht gedacht. Aber, ne, aber das ist halt, wie gesagt, ja, ist einfach geil und hat sich gelohnt, meines Erachtens. Und bis jetzt also kommt der super gut an, obwohl man halt natürlich sagen muss, dass so Total Fresh aufgrund von Kinofilmen und Tom Angel Ripper natürlich noch krasser eingeschlagen ist. Aber wir haben ja jetzt also drei Songs veröffentlicht. Es folgt ja noch bis zum 8.7. das ist unser Leading-Track, der 66 Exeter Street. Du hast das ganze Album schon gehört, ne? Ja. Und da kommt noch ein ganz cooles Video damit raus und da erscheint ja auch die Platte und da sind ja auch noch andere Songs drauf, die man sich anhören kann. Aber bis jetzt hatten wir eigentlich nicht so eine Rückmeldung, so, boah, das ist voll Krütze oder boah, schon tausendmal gehört, sondern so, boah, geiler Sound, passt zu euch, ist voll geil, kann ja andere Sachen nicht erwarten. So, von dem her ist da jeder bis jetzt sehr zufrieden und die Reviews, die bis jetzt reingeflattert sind, waren auch echt einfach nur positiv. Also ist schon geil. Ja, ich bin auch wirklich positiv überrascht von der Scheibe. Und du hast gerade auch einen sehr coolen Song mit Exeter Street 66 erwähnt. Das ist jetzt nicht irgendeine Adresse in Baltimore, Maryland. Ich denke mal, darauf wollt ihr auch hinaus. Sondern war der Wohnort von Eugene Victor Toombs und Schauplatz seines ersten Mordes in Akte X. Welche Verbindung hat denn die Band Traitor oder hast du zu Mulder und Scully? Also jeder hat ja Akte X geguckt so ein bisschen, ne? Und der Andi ist wieder, weil der schreibt auch die Songtexte, also das ist so einfach unser Textschreiber, der steht halt drauf und das ist ja auch eigentlich eine brutale Geschichte, so, da kannst du eigentlich gut drüber singen, so, da ist irgendwie so ein komisches Wesen, was seine Gliedmaßen verlängern kann, schon irgendwie voll 100 Jahre alt und frisst dann halt immer Lebern und jagt dann so Menschen einfach und geht dann wieder in wie so einen chronischen Schlaf und erwacht dann wieder und muss wieder Menschen umbringen und Lebern fressen. Da kannst du halt einen Metal-Song draus machen. So, ne? Absolut. Aber wie kamt ihr denn auf diese Idee? Weil das ja wirklich jetzt eine fiktive Horror-Story, sage ich mal, ist ein fiktiver Serienmörder. Ja, also einfach, glaube ich, nur aus Liebe zu Akte X hat es der Andi gemacht, so, wirklich, also, er guckt, weißt du, er macht halt die Sachen so, die ihm halt Spaß machen und inspirieren, so, und das siehst du ja auch ganz oft, ist ja in letzter Zeit mehr geworden, dass da einfach irgendwelche Serien dabei sind und das liegt einerseits, glaube ich, dran, weil er zwei kleine Kinder hat und mit denen auch Cartoons guckt und er selber auch sehr gern Cartoons guckt, die er als Kind halt geil fand. Und dann ist das ja auch wie beispielsweise mit dem Song Sortrak, da geht es ja um der Traumstein. Und das ist eine alte Serie von 1992 und die fand er halt auch voll geil früher. Und das guckt er halt mit seinen Kids. Und da, wenn du dir halt diese Geschichten dann anschaust, worum es eigentlich geht, dann ist er immer so voll bitterböse einfach so. Also er ist der Herr der Albträume und jagt dann die Leute und ist so ein lila Drache, der die dann umbringt und so eine Scheiße und da sind so kleine Gnome und die wollen einfach nur in Frieden leben und ist eigentlich voll brutal und dann kannst du eigentlich geile Geschichten draus stricken und
ich glaube, daher kommt es gerade auf dem an, weil er halt auch gerade mit den Kids viel so Zeug guckt. Und er ist einfach richtig großer Mulder und Scully-Fan und Akte X, so Beste. Also daher kam die Idee einfach, glaube ich, dafür. Ich habe ja auch vorhin gesagt, dass das neue Album von euch mit unfassbar vielen geilen Ideen verknüpft ist. Auch eine Frage, weil ich es nicht wusste, wer jetzt gewesen, was Zordrak ist, der Traumstein. Und generell, wenn man jetzt auch Akt X dazu zählt, man nimmt das Wham-Cover, man nimmt wirklich den Traumstein, was ja auch komplett fernab von sämtlichem Thrash-Metal-Theme irgendwie ist, aber trotzdem durch euch zum Leben erweckt wird. Und ist das einfach im Großen und Ganzen ein unfassbar stimmungsvolles, abwechslungsreiches Album geworden, was aber trotzdem musikalisch sehr geradlinig ist und sehr straight nach vorne geht. Und gerade das mag ich bei euch unheimlich gerne, weil man genau weiß, alles klar, da steht jetzt Traitor drauf, da ist auch Traitor drin, obwohl vielleicht Wham-Cover dahinter steht. Aber man weiß genau, man bekommt Qualitäts-Thrash-Metal. Und den hat man auch schon auf Venomizer bekommen. Und ihr habt jetzt den Song Teutonic Storm jetzt nochmal neu eingespielt? Oder was waren jetzt die Gründe, diesen Song von Venomizer einfach nochmal jetzt auf die aktuelle Scheibe zu placken? Ey, das hing auch mit dem Film zusammen, weil da ist auch Teutonic Storm drin, wird auch gespielt. Okay, da muss ich wieder ein bisschen ausholen. Oder sagen wir erst zu dem neuen Teutonic Storm. Der hing da einfach im Raum, dass wir das für den Film auch mit neu aufnehmen. Aber dann dachten wir uns, hey, aufgrund von Corona gab es nicht so viele Live-Aufnahmen. Und dann wollte der Dani halt Live-Aufnahmen haben, die wir schon hatten, die beispielsweise vom Wacken waren. Und dann hatten wir unser Live-Video, wo der Burkhard auch noch mit dabei war, dann zusammengeschnitten, was da auch im Film passiert und was man sehen kann. Und da war die Idee, dass man den Song auch auf diese Split-Vinyl noch mit drauf macht und dann wollten wir ihn neu aufnehmen und dann stand aber auch im Raum, hey, wäre es nicht noch cooler, wenn wir jetzt schon Total Fresh mit Tom Angel Ripper haben und wir vielleicht noch eine Band nehmen und da hatten wir ja Reset, so zufälligerweise spiele ich da ja auch und dann haben wir noch diesen Alien Noises mit Destruction gemacht und dass man, da fanden wir halt die Idee auch geiler, beide Bands so quasi wie eine Split-Vinyl zu machen und dann hast du zwei der großen extra auch noch für den Film dabei und es ist natürlich, das ehrt uns ja auch alle, dass die da auch dabei irgendwie dabei waren und da auch gesagt haben, klar, machen wir und wollen nichts dafür und lass einfach probieren, ne? Und das fanden wir dann geiler, als dass wir eine neue Version von Teutonic Storm auf die Total Fresh Vinyl klatschen, denn beide Bands da mit der Sache zu haben, das ist einfach cooler und jetzt da dachten wir uns halt, weil wir auch natürlich in diesem Spirit da in dem Moment waren, so ein Teutonic Storm geht ja auch einfach nur über die deutsche Thrash-Metal-Szene so und was uns ja auch so beeindruckt hat und das sind die ganzen Albentitel so von den großen Teutonic-Leuten, die man da nehmen kann und haben da eher einen Song draus gemacht und dachten uns, eigentlich wäre das richtig geil, das jetzt auch dafür nochmal so im neuen Gewand aufzunehmen und wenn wir da im Studio sind und die Parts sind ja auch ein bisschen anders, also es ist nicht 1:1 genau gleich nochmal eingespielt, Gesang ist anders, Sound ist anders, die Drum-Patterns sind anders, ich mache andere Bass-Fills auch drauf und dann dachten wir uns halt auch, wir hätten das auch vielleicht nochmal mit Burkhard einsingen können, aber dann wäre es halt genau gleich gewesen so und dann dachten wir, hey, der Andi Buffballer da drauf, macht es alleine und dachten uns, jetzt machen wir halt diese 21-Version da drauf, so wie so eine moderne, weil die Leute die ihn halt ziemlich geil finden, auch live und ich meine, jeder kann dann sagen, welche Version er besser findet, aber ich finde die auch sehr gelungen und ja, so ist das entstanden. Du hast auch gerade schon das Wort Split-EP quasi in den Mund genommen und ihr hattet ja auch in der Vergangenheit beispielsweise mit Total Annihilation und Torment Tool eine sehr, sehr coole Split-EP, die mir unfassbar gut gefallen hat. Total Annihilation, aber ich glaube, die kommen nicht aus Deutschland, oder? Sie sind aus Basel, ja, sind Schweizer. Genau, das wären auch nochmal so eine, das wäre auch nochmal so eine Thrash-Metal-Band. Ja, Torment Tool war ja auch, sie hatten auch ein neues rausgebracht, da war auch geiles Cover, das hat Andreas Marshall gemacht. Aber wir müssen immer noch alles so wissen, wie die hießen. Ah, die davor irgendwie Time to Kill oder Call to War oder sowas. Nee, Call to War war Pessimist. Ich muss das schnell gucken. Warte, ich guck mal kurz auf den Mach das, mach das. So wie das, wie die eine hieß, die habe ich auch richtig gefeiert. Die kam so 2012 raus. Die machen leider nicht mehr so viel so mit Tom and Tool, aber mit denen waren wir früher auch sehr viel unterwegs und das halt Under Friendly Attack. Under Friendly Attack. Warte, weil wir sind ja, wir sehen, ihr Leute hört es ja, oder ihr seht es ja nicht, wir haben auch einen Videochat an. Guck mal, ich zeig dir das. Das fand ich ziemlich geil. Ja. Also das hat echt Spaß gemacht. Ja, das war auch Tom and Tool. Ja, schade, dass ihr die Toolies nicht mehr so viel machen, so, ne? Leider. Aber ja, nee, das war auch so ein Album, ja. Ja, das hat Spaß gemacht, die Split mit denen, ja. Stehst du denn grundsätzlich solchen Split-EPs sehr, sehr offen gegenüber?
Ich finde das eh cool, weißt du, wenn man so gerade wir jüngeren Bands, die jetzt, sag ich mal, schon auch, was heißt jung, also ich glaube, alle, mit denen wir jetzt hier, über die wir jetzt schon geredet haben, sind mehr als 10 Jahre jetzt so in dem Business schon und haben auch mehrere Alben rausgebracht und ich finde einfach, dass es nicht langweilig wird, weißt du, dann kannst du diese Splits machen, dann mach doch mal wieder ein Future mit wem anders auch so, ne, und dass man alles sich so irgendwie mehr zusammentun kann. Das ist eigentlich lustig, dass wir das jetzt irgendwie da drauf kommen oder wie du drauf gekommen bist, weil noch auch so ein Projekt aussteht. Wir haben so ein internationales Projekt noch. Das ist so, also ist noch nicht alles so veröffentlicht. Also es gibt verschiedene Fresh Metal Gruppen und das hat sich über eine Fresh Metal Gruppe in Facebook gegründet. New Wave of Thrash Metal heißt die da. Und da sind die Admins dann auch. Da sind halt super viele Musiker drin, aus weltweit, aus verschiedenen Bands, und haben die Admins so einen Aufruf gestartet, ob nicht irgendwelche Musiker zusammen, so, wir machen verschiedene Thrash-Metals, wie so Oldschool-Thrash, Crossover, Death-Thrash, Black-Thrash, was weiß ich, irgendwie Pizza-Thrash, so, und in welche Gruppe, ob da Leute Bock zu hätten, oder konnte man sich melden. Ja. Und ich habe mich dann für so eine Crossover-Gruppe eingeschrieben, weil ich dachte, ja, ist mal wieder geil, nicht so ein Oldschool-Zeug zu machen. Ja. Und dann ist es beispielsweise der Danny von Belushi Speedball drin, so, dann ist der Kirill von Pripyat drin. Ich bin halt drin von Trader Reset und Wolfpack alles. Dann, jetzt fällt mir der Billy heißt er, aber mir fällt seine Band nicht ein. Und die sind auch aus dem Staaten, und der andere ist irgendwie so aus Mexiko. Und der Gerd ist auf jeden Fall auch in der Gruppe drin und die machen so einen Oldschool-Song. Ja. Und es wurde so alles zusammengeschrieben. Und wir haben jetzt halt auch einen Song geschrieben. Das wurde dann, jeder hat seinen Senf dazu gegeben und das müssen wir quasi alles noch aufnehmen. Und wollten es einfach mal machen, weißt du, genauso eine Kooperation und wie sich andere Musiker, die in anderen Stilen sind, da irgendwie befruchten und haben dann halt so Songs geschrieben. Sehr cool. Und das kommt irgendwann dann mal raus. Und ich finde es halt schade, dass man das eigentlich viel zu selten macht. Weil das ist ja auch durch Corona aufgekommen, weißt du, die ganzen Coversachen, so irgendwie dann, ja, keine Ahnung, irgendein Metallica-Song spielt da einer von Testament, einer singt von Death Angel und was weiß ich, haben sie ja auch so Sachen gemacht. Ja, das sollten wir halt so gerade jetzt, auch gerade in der deutschen Szene, finde ich es geil, wenn das einfach mehrere Leute machen, so einfach mal ein Future machen wieder mit einem, weil ich würde jetzt, glaube ich, niemanden kennen, der dann so, nee, bin ich mir zu fein für, oder höchstens, du, ich habe echt keine Zeit, krass, es tut mir leid, aber so geile Idee und das wird sich, glaube ich, auch ziemlich befruchten, so. Absolut, weil gerade so diese internationale Szene, die ist natürlich auch von anderen Merkmalen irgendwie geprägt. Bay Area hört sich anders an als Teutonic Thrash Metal oder weiß der Geier, Sepultura hört sich anders an als Total Annihilation, aber trotzdem sind alle unter dem Banner Thrash Metal irgendwie beheimatet, ne? Und ich glaube, so gerade dieser internationale Vergleich ist was sehr, sehr Attraktives. Und was ich auch sehr, sehr spannend finden würde, auch so eine kleine Art Generationenvergleich, ne? Ja. Wenn man jetzt beispielsweise mal als Beispiel den Schmier von Destruction und den Mille von Creator, aber dich von Traitor und Reset und beispielsweise den Michi von Pessimist beispielsweise mal dazu nimmt. Ne? Das wären super interessante Kollaborationen und das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Idee. Ist jetzt auch wirklich ein Zufall, dass ich drauf gekommen bin, weil ich, wie gesagt, bei euch mit Total Annihilation und Tormentor quasi so in einer Reihe gesehen habe. Ja. Da muss man aktiver sein einfach, weil jeder irgendwie so sein Süppchen halt immer braut und jetzt nach den letzten 2 Jahren ist eh irgendwie verständlich, dass es vielleicht auch ein bisschen mehr eingeschlafen ist. Mhm. Aber man probiert ja jetzt beispielsweise auch gerade, das wird ja, das muss kurz überlegen, 19.11. ist es, glaube ich. Im November, der Eugen hat ja ein Konzert organisiert und da ist jetzt mal so ein Billing, also das höre ich seit Jahren, dass man so Sachen machen sollte und damit auf Tour gehen. Und da sind jetzt beispielsweise Dustbolt dabei, Stallion, Bloodspot, Pribiat, wir mit Traitor und Space Chaser. So, wir machen jetzt einmal so ein Konzert da in Köln. Also ich glaube wirklich, dass das so eine geile Kombi wäre, weil auch jetzt auf dem ganzen Festival ist immer so, klar, bist dann auch mit Destruction und sowas dann irgendwie da in einem Billing und dabei, aber die hast du überall so. Und mal diese Jüngeren jetzt, dass wir uns mal selber jetzt aufraffen und nicht wieder mit dem ganzen Booking-Zeug scheiß mal, alle, wir organisieren das, hocken uns im Bus, dann macht jeder mal irgendwie da, wie man das früher gemacht hat, 3-4 Gigs, klar, du 3-4 Gigs in der Richtung und dann muss es ja nicht mal so eine Tour sein, die du permanent zusammen machst, sondern halt immer so übers Wochenende, aber nur zwar zu schauen, wie die Leute das annehmen. Ja. Weil mal halt auch allein durch den Film dachte ich mir so, hey, die Jungs alle aus, also Sodom, Creator, das macht das schon so mega lange. Mhm. Holy Moses, seit über 40 Jahren. Und wenn du jetzt halt so wie an Slayer beispielsweise denkst, die halt auch so lange im Business waren, die dann halt auch einfach gesagt haben, nee, jetzt hör mal auf. Ja. So, ob das jetzt genauso, da niemand mehr Bock hatte, sei mal dahingestellt. Aber
ist jetzt irgendwie so langsam der Zeitpunkt, dass da halt wirklich auch die anderen kleineren Bands zu nachkommen. Und wenn wir das einfach so zusammen machen, wird es, glaube ich, auch viel einfacher und größer werden noch sogar. Und wenn man sich da erinnert, so an 2001, diese legendäre Tour, Destruction, Sodom, Creator, und dann waren sie einfach überall, so, und das hat, dann kam dieses ganze Revival so. Absolut. Und ich glaube, das kann man auch wieder einfach so einführen und genau auch mal so ein Ding machen. Ne? Genau, oder jetzt gerade auch die Tour Bay Area Strikes Back mit Testament, genau. Exodus und Death Angel war, ich war voll geil. 2 Jahren war ich da in Oberhausen, das war ein absolutes Schlachtfest. Und genau, ja, das, was du angesprochen hast, diese legendäre 2-1er Tour, ich war leider nicht da. Ich war damals mit 13 noch ein bisschen zu jung dafür, aber im Endeffekt heute mit Kusshand, absolut. Und damals, ja, haben die Jungs ja auch immer die Position des Headliners neu besetzt. Genau. Und sich auch gegenseitig unterstützt. Und das ist ja auch genau dieser Spirit, der in den 80er Jahren den Thrash Metal ans Laufen ließ. Ne, zusammen mit Tankard hat Sodom dann einen Gig gespielt und dann hat der als erstes einen Plattenvertrag bekommen und dann waren Destruction noch mit dabei und so weiter und so fort. Und blicken wir mal der bitteren Realität ins Auge. Bands wie eben die großen 4, die machen jetzt auch nicht mehr 10 Alben. Noch 3, 4 Alben, die natürlich dann auch noch ein paar Jahre dauern und dann irgendwann sagen auch Schmier, Gerre, Tom und Mille dann noch irgendwann altersbedingt, alles klar. Es war jetzt lang genug Thrash-Metal-Zeit in Germany. Ja. Also zumindest von unserer Seite aus. Ne? Das kann ja gut sein, dass man immer noch so Studioalben macht und so, aber halt nicht mehr so auf Tour geht oder so, was einfach zu anstrengend ist. Weil, also zu Hause Mucke machen geht ja sicher auch dann noch so was mit 75 oder so, aber ob das halt auch, es ist halt auch so eine physische Sache. Ne? Du spielst halt nicht irgendwie so 3 Power-Akkorde, ja gut, das kann auch anstrengend sein, wenn das mega schnell ist und sauber und so, aber irgendwie so 3 Lagerfeuer-Akkorde und sowas und singst da langsam zu. Ja. Also das kannst du auch im hohen Alter machen, so Bob Dylan und alles, das sehen wir ja. Obwohl Ozzy ja auch immer noch rockt und so Rap Halford auch noch so, aber das wird halt auf jeden Fall anstrengend und irgendwann, ja, kommt da halt einfach, glaub, der Körper nicht mehr so mit und dann ist halt irgendwie traurig, wenn du so früher so diese Helden hattest, sondern guckst du denen so beim Zerfall oft zu. So. Ja. Und dann würde ich halt, glaube ich, auch selber so die Live-Sachen einfach so wirklich so einfach beenden, wenn es einfach gar nicht mehr geht und der dir selber halt auch keinen Spaß mehr macht, weil es halt, ja, einfach so anstrengend ist und ja, einfach so ein großer Hustle und dann vielleicht nur Studioalben und sowas. Und so lang, weiß ich nicht, wird es, glaube ich, nicht mehr gehen. Also, die sind ja auch alle weit über 50 jetzt mittlerweile, ne? Genau das. Und ich denke mal, dass so ein Film wie Total Thrash, gerade so in Anführungszeichen jüngeren Bands, obwohl ihr jetzt auch seit über 15 Jahren dabei seid, trotzdem den jüngeren Bands so dieses Zepter des Thrash-Metals in die Hand geben, so nach dem Motto, alles klar, ihr seid wirklich legitime Nachkommen unserer Szene, die wir entscheidend mitgeprägt haben, die ihr dann weiterführt und irgendwann, wenn ihr dann 50, 60 seid, dann auch wiederum den Staffelstab weitergebt. Ja, das wäre natürlich geil, wenn die uns so sehen. So, ne? Also, denk schon, dass man da auch ein gutes Verhältnis hat. Also es war jetzt absolut nicht gemeint, dass die uns, glaube ich, nur belächeln oder sowas. Nee, man ist da wirklich auf Augenhöhe. Und das Schöne ist halt auch, das sieht man auch in dem Film. Ist, glaube auch okay, dass wir immer wieder auf den Film zurückkommen, so, weil ja, echt ein geiler Film ist. Dass alle da untereinander einfach, also, hey, haben sich da geholfen, sowas, das hast du auf der Premiere gesehen, so irgendwie, jeder ist mit jedem, du hast, also, hätte mir jemand gesagt, dass du irgendwann mal einen Song mit Tom Angel Ripper machst, ich so, ja, Alter, halt dein Maul, komm, geh weiter, so ist, glaube ich, noch nicht so. Das ist so ein richtiger Rockstar, so, ne, und dann, ja, ist so einfach, nee, das sind ganz normale Typen, so, und die haben Bock zu, sowas zu machen, das ist so nicht irgendwie Star-Allüren und alles, und das hat halt auch dieser Film so durch Generation und Generation durch, mhm, überall hast du es gesehen und auch auf der Party danach, so alle mit allen super toll und man redet mit den Leuten und das ist halt auch so nahbar und ich glaube schon auch, dass die dann irgendwann mal sagen so, Alter, jetzt ist gut, es passt so, aber hey, jo, macht weiter so, ist gut geworden und ist ja auch das Schöne, dass sich das so auch weiterentwickelt. Ich meine, es wäre ja auch noch toll, wenn man irgendwie wie in den 80ern richtig viel Kohle mit mit Musik machen könnte, so, ne? Geht man jetzt halt heute irgendwie andersrum und deshalb wird sich die Musikindustrie, glaube ich, eh so ändern. Also es wird dann da, mhm, eh nicht mehr diese 8-Wochen-Touren geben oder sowas, mhm, und das muss halt irgendwie finanzieren können, das muss dann nachhaltig auch sein, so, dass es alles schwieriger wird, es sind eh die Kosten gestiegen mit allem und die großen Sachen, so wie man das, glaube ich, früher erkannt hat, das wirst du vielleicht so nicht mehr haben, aber
dass du das noch so miterleben konntest, weißt du, und dann das machst du selber mit diesen Leuten so genauso Musik, das ehrt einen natürlich mega und wir sind, glaube ich, auch auf echt einem guten Weg. Man sieht es auch in dem Film, in dem letzten Kapitel, so der meines Erachtens ja auch irgendwie noch eine halbe Stunde länger gehen könnte, so dass man da noch mehr so neue Bands reinbringt, weil es ist echt viel da. Und auch wir sind untereinander so jetzt mit der, sag ich mal, mit der ganzen New Wave Szene da echt gut vernetzt. Und man kennt sich, respektiert sich und hilft sich halt auch aus, so, ne? Also es war ja auch schlussendlich so, dass bin ich auch zu Reset gekommen, so, weil ich ja erst ausgeholfen habe, weil die niemanden hatten. Jetzt spielst du halt auch drin, so, ne? Und machst da Sachen mit. Und ich glaube, da hilft sich ja jeder. Die haben ja jetzt den Tom heißt der von Exa, den Exa-Tom, so aus Berlin am Bass und so und kennen sich natürlich auch schon seit Jahren und von früher vom irgendwie Musik machen und so untereinander wird das natürlich dann auch so auch, glaube ich, fortgetragen, wie das halt auch damals so in den 80ern war. Ja. Und das ist schon eine feine Sache. Also ja. Ich glaube, da kann man schon so, vielleicht gehen die Jungs davon aus, dass die was Gutes gemacht haben. Man kann dann irgendwie mal in 10 Jahren oder so das Zepter weitergeben. Und dann müssen wir einfach schauen, dass wir ja auch halt alle so weit durchhalten und dann nicht auch scheiß Alben machen, weil sonst wäre ja auch wieder geil. Wir müssen nicht wie so eine 90er-Phase machen einfach, weißt du, jetzt wo es geil war die letzten 10 Jahre, machen wir nicht so eine 90er-Phase wieder. Obwohl ja auch nicht alle 90er-Jahre-Alben von den großen vier scheiße waren. Also wenn ich jetzt an Renewal beispielsweise denke, ist für mich immer noch ein absolutes Überalbum von Creator gewesen, obwohl es halt ein bisschen anders ist. Aber im Grunde genommen, was ich auch noch sagen wollte, dass für mich dieser familiäre Aspekt in der Thrash-Metal-Szene wirklich einzigartig ist. Den findest du beispielsweise im Black-Metal, findest du dieses familiäre einfach nicht, dass sich jeder jedem hilft und... Ich weiß es nicht, also ich bin da halt auch nicht so drin so, also ich finde auch, da werde ich mich jetzt unbeliebt machen, oder was soll es, eine Thrash-Metal-Szene, ich finde Black-Metal nicht so geil. So, und jeder hat ja so seine also ich nenne sie also diese Phase, diese super engstirnige, nur das ist geil, nur das, und das hast du zwischen, was weiß ich, zwischen 12 und 16, 17 und dann hört es hoffentlich auf, so, und dann hört man sich ja Sachen auch anders an und das war ja genauso das Ding wie damals in den 90ern, wie diese Renewal oder die Endorama beispielsweise von Creator, so, wurde ja auch voll zerrissen, so, wenn du das jetzt halt anhörst, das war halt ein harter Switch. Und das haben die Fans, glaube ich, nicht vertragen. Die Musik tat es gut, so. Nur die Fans haben halt sowas nicht mehr, also da nicht erwartet. Und man wollte sich halt so ein bisschen neu erfinden. Aber das ist ja das Schöne jetzt, glaube ich, gerade bei uns in dieser New Wave-Szene, dass da auch viele neue Sachen so sind, dass man da keine Angst mehr von hat. Aber es gibt halt schon, ich muss da jetzt an Ultra Violence denken, die Italiener, Spanier sind es, glaube ich. Auf jeden Fall, die haben auch so ein ultra krasses Thrash-Metal-Leben davor gehabt, so 3 Ultra-Brecher rausgehauen und sind dann in eine komplett andere Richtung gegangen. Und da waren halt diese Thrash-Fans, die halt nur diesen Thrash mögen, beziehungsweise halt die von Stunde 1 kamen, die waren halt total geschockt, weil das eher so in eine Emo-Linkin Park Richtung geht, so Metalcore-Richtung, so, und hat gar nichts mehr mit Ultraviolence zu tun und das ist halt so ein super harter Schritt. Weiß ich nicht, das ist so, jeder Künstler kann ja eigentlich da sagen, so, er macht, was er will, weil er macht ja die Mucke so und du kannst es hören oder nicht hören, aber wenn das halt so ein ganz harter Schnitt ist da drin, weiß nicht, ob die Fans das immer so vertragen und das kam, glaube ich, in den 90ern einfach so auf und man hatte halt selber jetzt eine andere Sicht darauf und kann das trotzdem auch einfach anhören und toll finden, soweit es doch gar nicht so schlimm ist, weil man da halt auch nicht mehr in dieser engstirnigen Phase ist. Oder? Ich finde, wie gesagt, das neue Album von euch, Exile to the Surface, ist wirklich ein sehr, sehr guter Schritt. Wieder in die richtige Richtung ist für euch persönlich jetzt auch der nächste Step, dieser Erfolgsleiter, sage ich mal. Ja. Und die Zeit wird zeigen, ob es meinen persönlichen Liebling Knee Deep in the Dead wirklich von der Pole Position schubsen kann. Ja. Jetzt, wenn man sich einfach nur mal die Ideen hinter dem neuen Album anschaut, mit Eugene Victor Tooms oder mit dem Zauberstein oder mit Careless Whisper, natürlich, das sind halt wirklich Ideen, die den Reiz eines neuen Albums ausmachen. Und insofern kann ich euch wirklich nur ein ganz tolles, großartiges Album attestieren, was sich jeder eigentlich anhören muss, der auf Thrash Metal steht, genauso wie sich jeder auch den Film Total Thrash angucken muss, der auf Thrash Metal steht. Gibt es denn noch irgendwas von deiner Seite, was du über euer nunmehr 4. Studioalbum loswerden möchtest? Ja, also wir haben wirklich, auch wenn es einem wenig, also Zeit dazwischen vorkam, so dass es, also es
kam uns nicht so vor, dass das letzte Album Me Deep so lange her ist, aber wir haben hart irgendwie dran gearbeitet an der neuen Scheibe. Ich glaube, das sagt dann jeder Musiker irgendwie. Aber jeder, das war halt durch die Distanz, weil man sich auch nicht treffen konnte, konnte da jeder für sich schon irgendwie einfach so rumspinnen. Die Songs sind meines Erachtens echt so ein geiles Zwischending zwischen modern und oldschool geworden. Mhm. Du hast super viel Soli drin, du hast catchy Refrains und wir haben ja auch mal für unsere Verhältnisse einen Mid-Tempo-Song geschrieben, dieses Cover auszuprobieren, fanden wir super und ich bin echt einfach zufrieden mit dem Album. So was Reviews jetzt reinkommen, das ist super. Wenn ich mit Leuten rede, so, die finden es toll. Ich hoffe, dass wir genauso weitermachen und dass das nächste Album dann nicht so lange auf sich warten lässt. Aber wer weiß das schon so, ne? Weil die Songs dann ja geil werden und richtig. Nee, also wir hören ja auch nicht auf, ne? Und das wird dann auch hoffentlich dann irgendwann demnächst auch wieder losgehen, neue Songs schreiben. Aber jetzt kommt ja erstmal am 8.7. das neue Album und wer sich's anhört, freut uns natürlich. Kommt, wie gesagt, auch am 8.7. nochmal ein Video raus zu 66 Exeter Street. Und ja, dann könnt ihr auch komplettes Album in Gänze auf jedem Streaming-Kanal hören oder euch auf Vinyl erwerben, beziehungsweise auf CD kaufen. So. Und das würde uns natürlich auch sehr freuen. Richtig. Und gerade in der Vinyl-Ausgabe, ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber gerade die Vinyl-Ausgabe macht halt auch aufgrund des Covers wirklich einen sehr, sehr geilen Eindruck. Und dieser warme Klang, dazu passend dann eben dieser intensive Thrash-Metal, der aber auch wirklich abwechslungsreich ist und Traitor in seiner vollen Blüte zeigt, muss man sich einfach geben, aber auch auf CD ein sehr, sehr geniales Album. Mein Lieber, du kennst die Chose schon von der Reset-Folge. Was ist denn aktuell dein Lieblingssong? Erzähl mir mal, welche Ohrwurm dir derzeit nicht mal so im Kopf geht. Also ich habe das Ding, dass das gerade, was heißt leider, aber ich habe gerade wirklich, es hat nichts mit Metal zu tun, so, ne? Aber das ist, glaube ich, gar nicht so wild, weil man ja auch einfach mal andere Sachen hören kann. Mhm. Es ist so Bluesrock, ne? Es ist so Dirty Bluesrock. Der Song ist von Vintage Trouble und heißt Knock Me Out. Und richtig geile Bassline, es ist einfach richtig catchy und das hörst du beim Autofahren, hängst du so gerade jetzt im Sommer schön Arm raus so und kannst da so cruisen und denkst so, geil, ja, Leben ist gut so und ja. das macht echt Spaß. Also Leute, hört euch hier so Knock Me Out einfach von Vintage Double an. Das ist ein geiler Song, so einfach mal auf Spotify gehen oder YouTube oder sowas. Da fehlt nur noch der Sonnenschein, den gibt's von mir mit Horizon Electrical, ein sehr, sehr geiler Song, der mir auch durch die Spotify-Liste so ein bisschen nochmal ins Auge gekommen ist. Ja, mein lieber Lorenz, es war mir wie immer eine sehr, sehr große Freude, mit dir zu quatschen. Ich hoffe, euch dann draußen hat dieser ja sehr intensive und sehr, sehr interessante Wink mit dem Thrash-Metal-Soundfall sehr gut gefallen. Es hat mir auf jeden Fall sehr großen Spaß gemacht, auch mit dir mal so ein bisschen über unser Lieblingsgenre ein bisschen zu philosophieren. Und ich glaube, wir hätten noch stundenlang so weiter quatschen können, aber ich glaube, dann hätten wir Spotify komplett gesprengt. Immer wieder gerne. Ich meine, das fängt ja immer so an, so irgendwie so, ja, eine halbe Stunde wird es so gehen, vielleicht drei Stunden. Wie lange quatschen wir jetzt? Ich habe auch gar keine Ahnung. So. Aber die nächste Wolfpack, Reset oder Traitor-Scheibe kommt definitiv. Darüber sprechen wir dann auch sehr gerne in der Folge. Ja, ihr Lieben da draußen, passt auf euch auf, bleibt gesund und Lorenz und ich wünschen euch nicht nur mit Exile to the Surface und Traitor, sondern auch generell noch einen wunderschönen Abend und bleibt gesund. Genau, stay metal.